Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen LS19 hier auf meinem Kanal MZ80 und wir sind auf der PlayStation. Und für die PlayStation gibt es nun mittlerweile auch eine DDR-Karte und die spielen wir heute an. Und da wollen wir einige Let's Plays drauf machen. Ich habe schon die Startgeräte alle verkauft und schon ein bisschen Equipment besorgt. Also das, was es für die Konsole gibt. Und ja, wir spielen die Bantico. Gab es schon im 17er und jetzt im 19er und jetzt eigentlich endlich auch für Konsole. Und da wollen wir jetzt beginnen oder weitermachen. Wir haben ja schon so ein Projekt auf der PlayStation mit DDR-Geräten und das soll eigentlich jetzt das neue Projekt sein. Und wir starten mal. So. So sieht's aus, wenn wir da in das Spiel kommen. Normalerweise gibt es da noch einen Haufen Startgeräte, aber wenn wir da schon mal schauen, sieht es richtig ostmäßig aus hier. So, das Einzige, was ich gemacht habe bis jetzt auf dem Hof, ich habe ein paar neue HW80-Anhänger. Wie soll es anders sein? Hingestellt in Blau diesmal. Mein Sohn hat gemeint, ich soll sie in Blau kaufen. Und ja, genau. Das ist eigentlich dieses riesige Hof oder LPG. Ich habe geschaut, hier sind leider bloß Hallen, da kommen wir nicht rein. Sieht aber natürlich schön aus hier, wenn wir schon mal schauen, die Fassade, da bröckelt schon ab. Wir haben ein schönes Dach, wo wir es runterstellen können. Wir haben Durchfahrsilo hier. Und wir haben einen Haufen Hallen, wo wir unsere Ernte lagern können. Also da können wir voll hauen, voll Getreide oder was wir halt gerne ernten möchten. Also riesiges. Riesige Lagerhallen stehen uns da zur Verfügung. Wir haben auch überall super gleich so Ausfahrten. Wir haben sogar noch die alten Trafohäuschen, wenn man da drüben schaut. Die Tore kann man natürlich öffnen. Wir haben sogar die alten Peitschenleuchten. Da haben wir auch noch mal eine Halle, was wir als Lagerhalle nutzen können oder halt sonst, wie wir gerne möchten. Wir haben hier verschiedene Silos. Also eins wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie können wir auf die Karte gucken. Das sind unsere Ländereien. Und das ist das Hofsilo. Okay, da können wir auch was einlagern. Gut, das ist der riesige Hof. Wie wir gesehen haben, sind das die Flächen, was wir zum Anfang zur Verfügung haben. Der Händler ist da oben, da werden wir auch gleich noch mal schauen gehen. So, ja, dann haben wir hier hinten bisschen Freifläche. Ich habe es alles noch gar nicht im Detail angeschaut. Hier haben wir auch noch mal so ein Gebäude. Weiß nicht, können wir da öffnen? Jawohl. Das sieht auch super aus. Hier haben wir so noch so einen doppelten Boden. Da können wir noch irgendwie Ballen lagern oder sonstiges Zeug. Hier geht auch jedes Tor auf. Hier haben wir noch Saatgut und Dünger, so wie es aussieht. Auf dem Hof vorhanden. Da weiß ich nicht. Oh, hier ist wahrscheinlich ein Lager für Feldfrüchte, Kartoffeln und Rüben. Sieht aus wie Kartoffeln. Da wären Rüben. Okay. Cool. Also, okay, da weiß ich noch nicht. Muss ich da Wasser reinmachen? Kann ich da die Fahrzeuge waschen?
Oder für was ist das? Habe ich noch keinen Plan. So, da haben wir auch wieder so riesige Hallen. Hier können wir auch wieder Sachen lagern. Förderbandsystem. Ah, das ist noch kaputt. Ist, glaube ich, abgesperrt. Außer Betrieb. Ja, das ist aber dann noch gut gemacht. Hier können wir nicht rein. Ja, aber wie wir sehen, eine riesige LPG. Hier ist sogar noch ein bisschen was offen, aber Pausenraum. Das könnte sowas wie eine Werkstatt sein. Ja, ob wir das alles mal hier mit Fahrzeugen füllen können. Ich sag, der ZD, der sieht da ein bisschen verloren aus da hinten. Wir schauen hier noch rein. Hier ist die Werkstatt, alles klar. Gut, und auf die Karte haben wir geschaut, es sind riesige Felder, nicht viele, aber große. So, wir haben Feld 12 Mais drauf, okay. Und dann haben wir noch Feld 6, da ist wahrscheinlich Gerste drauf. Und jetzt schauen wir mal, Wachstum. Das könnte bald erntereif sein. So, aber wir haben noch ein bisschen Geld. Wir haben sogar noch andere Feldfrüchte. Tritikale. Rei. Ganz unten. Zuckerrohr. Gras habe ich ausgeschalten wahrscheinlich. Oder gibt es gar nicht. Obwohl. Ja, sonst haben wir eigentlich die Standardfrüchte drauf. So. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da sind wir beim Maschinenhändler, der uns hier das ganze Equipment besorgt. Und wir haben schon einiges an Equipment mal versucht zu organisieren. Und das muss jetzt natürlich zum Hof gefahren werden. Ist noch nicht alles, was wir brauchen, aber ein Teil davon ist schon mal hier. Noch die Frage, mit was wir beginnen. Wir haben hier unseren selbstfahrenden Mäher. Und ich glaube, den fahre ich mal rüber. Dann sehen wir auch was von der Karte. Und was ich schon cool finde, hier, schaut mal das Pflaster an. Und das Flickwerk auf der Straße, das ist doch wie früher. Kopfsteinpflaster, bisschen Teer drüber, über die Löcher, fertig. So, was ich noch nicht gesehen habe, ob es hier eigentlich irgendwie auch Tiere gibt, weil hier sieht irgendwie so aus wie so ein verlassener Stall. Aber wenn ich auf die Karte gucke, zeigt es mir da eigentlich gar nichts an. Da sagt es bloß Kalk. Aber was da für Tiere rein können, das müssen wir noch rausfinden. Ich würde ja gerne mal so, da kann ich nichts machen. Ich wäre ja eigentlich für Schweine. Das könnte schon sowas sein hier. Oder vielleicht gibt es einfach einen Stall und wir können da. Bantico. Steht aber auch nichts dran. Und können da irgendwelche Tiere reinschmeißen. Müsste man wahrscheinlich einfach mal kaufen. Das ganze Gelände. Jetzt wollte ich mal gucken, was das hier noch ist.
ist eigentlich bloß eine Mauer. Wie wir gesehen haben, haben wir auch so ein paar Wassergräben. Wir haben sogar so riesige Plattenbauten. Wahnsinn. Und das sieht doch schon richtig cool aus, die Karte. Ist halt relativ spät ins Spiel gekommen, gibt es jetzt schon ein paar Wochen. Und ja, ich habe mir jetzt doch von überzeugen lassen, damit ich vielleicht hier mit der DDR-Technik auf der Konsole jedenfalls weitermache. Auf dem PC spielen wir natürlich die schwarze Pumpe. So, ist natürlich die Frage, wo stellen wir alle Geräte hin? Ich sag mal so, das würde da noch Sinn machen. Und oh, demmetrischer. So, ich habe den Verkehr mal ausgeschalten, weil der Verkehr hat keine Ostautos und von daher sieht es dann nicht ganz so cool aus, aber der Rest, der passt. So, und ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach da dieses Stück Land. Was soll das kosten? Ich glaube, so viel haben wir noch. Und so wie ich gesehen habe, zeigt es uns jetzt nämlich an, damit wir da Kühe kaufen können. Wenn wir nämlich jetzt da schauen, nee, Schafe. Es wären wahrscheinlich Schafe. Okay. Hat das vorher auch schon angezeigt? Ich bin der Meinung, nein. So, vielleicht Schafe ist eigentlich. Ich hätte gerne eigentlich Schweine. Schafweide. So. Ja, mal schauen. Wahrscheinlich verkaufe ich das wieder. Schafe ist nicht so mein Ding. Aber es würde sich natürlich anbieten hier. Die machen ja theoretisch wenig Arbeit.
Da hinten scheint noch irgendwie sowas Stallmäßiges zu sein. Da muss ich gleich mal hinfahren. Ja, und wir sehen, wir sind da auch nicht besonders schnell unterwegs. Die Geräte sind natürlich nicht so schnell gewesen wie die heutigen. Aber dafür sind die Einfahrten hier schön groß. Man kann da mit ein bisschen größeres Gerät locker rumfahren. Da ist aber ein riesiges Schlammloch. Ich fahre noch mal eine Runde rum. Nicht damit ich noch mal durchs Schlammloch fahren will, aber ich will ihn ein bisschen weiter rüber stellen. Da kommt nämlich noch der Häcksler daneben. Den habe ich aber noch nicht gekauft. So, aber jetzt wollen wir noch mal auf der Karte gucken, was das da eigentlich ist. Wahrscheinlich muss ich da... Wir rennen schnell mal hin. Das ist bloß so ganz kleines Gelände. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich richtig bin. Hier steht so ein Bienenwagen. Das war früher auch so. Wo ist jetzt dieses Gelände? Boah, Plattenstraße. Cool. Das ist eigentlich so ein Silo, Außensilo. Okay. Ja. Das kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Da hätten wir sogar eine BGA. Und was ist das da eigentlich? Das sieht auch nochmal so aus wie so eine LPG. So, wir haben aber sonst genug zu tun. Ich werde noch das ganze Equipment oder einiges, das meiste und so weiter rüberfahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns doch das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.